Ein geheimes Tal, irgendwo im Bundesstaat Oregon. In der letzten Folge haben wir ein Hochsicherheitsgehege für den Indominus Rex gebaut. Und dieser hat dank euren zahlreichen Kommentaren auch einen wunderschönen Namen bekommen. Dankeschön nochmal an alle, die einen Kommentar geschrieben hatten. Das unterstützt mich wirklich sehr. Und in der heutigen Folge bekommen wir natürlich wieder Zuwachs für unseren Park. Allerdings wird es diesmal nicht ganz so gefährlich, denn diesmal bauen wir ein Gehege für den Ankylodokus. Und damit geht's auch direkt los mit der 5. Folge von unserem High Security Park. Diesmal ist die Baufläche sogar schon vorbereitet, also der Wald ist schon abgeholzt. Und ich schnapp mir hier direkt ein Objekt, was wir vorher noch gar nicht verwendet hatten. Das ist so ein erhöhter, sehr breiter Weg. Kann man an sich nicht so oft verwenden, weil das halt so ein großes Objekt ist. Aber für mein Bauvorhaben war es wirklich ideal, weil ich konnte hier mit sehr wenig Aufwand und sehr wenig Teilen, was ja auch gut für die FPS ist, ja eine sehr interessante Form erschaffen. Na, was ist es geworden? Fehlt eigentlich nur der Punkt unten, ne? Dann hätten wir ein Fragezeichen. Aber ich glaube, man kann jetzt schon ganz gut erkennen, wie dann die Gehegeform auf der einen Seite zumindest sein wird. Und es gibt tatsächlich das Teil auch nochmal in etwas kürzer und einfach nur in gerade. Das war für mich auch sehr praktisch, das habe ich nämlich einmal um 180 Grad gedreht. Und dann hatten wir hier eine sehr schöne Bodenplatte. Und diese habe ich mir dann an den Weg angepasst von der Rotation. Und dann immer im gleichen Abstand, ja, an diesem Weg entlang platziert. Ich habe übrigens immer den Zaun benutzt als Orientierung, damit der Abstand auch wirklich gleich ist. Den Zwischenbereich, den habe ich abgesenkt. Denn ich habe mir überlegt, auf dieser Seite mal keinen hohen Zaun zu platzieren, sondern einen Graben zu machen, der die Dinosaurier davon abhält, auszubrechen. Jetzt kommt das Wasser in den Graben. Zum Glück gibt es da durch Mods auch ein platzierbares Objekt mit Wasser. Aber mit dem normalen Wasser vom Spiel hätte ich das nicht machen können, weil es ist ja mal sehr, sehr flach. Und das verändert ja auch das Terrain, da wäre dann halt alles wieder kaputt gegangen, was ich vorher gemacht hatte. Und auf der anderen Seite vom Gehege gab es dann doch einen Zaun. Da muss ich jetzt erstmal gucken, welche Gehegeform mir gefällt, da habe ich sehr viel hin und her probiert. Deswegen kommt gleich auch einfach ein Schnitt und dann seht ihr fast schon die fertige Gehegeform. Dort kommt dann auch schon das erste besondere Gebäude hin. Das kombiniere ich hier aus zwei Gebäuden vom Spiel. Einmal so ein Kraftwerk und ich glaube irgendwie so ein Kontrollzentrum ist es, glaube ich. Und jetzt baue ich mir das nächste Teil für das Gebäude selber aus Einzelteilen. Und da kommt jetzt so ein Fischfieder von der Lagune hin. Den kann man nämlich auch öffnen und schließen. Und das ist sehr, sehr praktisch für das, was wir vorhaben. Ihr werdet es auch gleich schon sehen, also es dauert nicht mehr lange. Das ganze Teil, was wir gebaut haben, kommt jetzt auch an unser Gebäude ran. Und jetzt baue ich erstmal so ein bisschen das Drumherum weiter. Den Zaun habe ich nämlich auch angepasst. Den wollte ich nämlich optisch auch so ein bisschen anders noch haben als die Standardzäune aus dem Spiel. Deswegen habe ich den hier nochmal ein bisschen verstärkt. War auch ganz cool, dadurch war er halt noch ein bisschen breiter, der Zaun, und wirkte damit auch stabiler. Ich habe hier auch mal so ein anderes Tor eingesetzt. Das ist, glaube ich, das von dem Raptor Paddock.
Und so sieht dann mein fertiger Zaun aus. Also auf beiden Seiten einmal diese Platte davor platziert und in der Mitte ist dann der normale Zaun. Dadurch wirkt er halt deutlich stabiler. Hier habe ich dann noch so ein paar Lücken geschlossen, die geschlossen werden mussten. Und habe auch noch diesen Dreifachzaun, den ich jetzt mal weitergeführt. Schön bis zum Wasser. Und den restlichen Zaun habe ich mit dem weißen Zaun vom Indominus Rex Paddock abgedeckt. Fand ich auch nochmal ganz cool, dass das da halt nochmal variiert hat von der Farbe so ein bisschen. Und ich war ehrlich gesagt auch zu faul, das jetzt alles mit diesen Einzelteilen zu machen. War eigentlich der Hauptgrund. Aber es hat mir optisch auch am Ende gut gefallen. Also ich war sehr zufrieden mit der Entscheidung. Manchmal wird Faulheit auch belohnt. Und jetzt springen wir endlich hier zu dem Teil zurück, was ich vorhin selbst zusammengeschustert hatte. Da wird jetzt die Klappe geöffnet und hier platziere ich einen Wasserfall. Und das Wasser kommt dann halt dort raus. Das Ganze sollte nämlich eine Dinosaurierdusche werden. Und das Gebäude, diese weißen Tanks da hinten, sollten halt die Wassertanks darstellen, wo das Wasser halt gefiltert wird und gereinigt wird und sowas. Ihr seht jetzt übrigens im Größenvergleich schon mal den Ankylodokus. Also es hat perfekt gepasst. Und ich wollte, dass das ganze Wasser in ein Betonbecken läuft. Deswegen habe ich mir hier wieder diese Basketballplätze geschnappt, diese umgedreht. Damit eine schöne Bodenfläche erzeugt. Die Ränder von dem Becken habe ich dann auch nochmal abgesteckt. Natürlich ein bisschen erhöht, weil da muss ja auch noch Wasser rein. Und was auch nicht fehlen darf, ist eine Rampe auf beiden Seiten. Denn der Ankylodokus muss ja auch irgendwie rein und rauskommen. Und jetzt kommt dort auch noch Wasser rein. Und davor kommt noch eine Betonplattform. Allerdings ist diese nicht für die Dinosaurier, sondern für die Besucher. Denn eine Besonderheit von dem Ankylodokus ist, dass er sehr, sehr friedlich ist und die Besucher in das Gehege rein können und auch mit diesem interagieren können. Hier kommt jetzt auch nochmal so ein Wasserplätschern, also das Ende vom Wasserfall rein, damit es realistischer aussieht. Und ich platziere jetzt hier auch nochmal diese Insektenfieder, denn die haben so ein richtig schönes Gitter. Das waren sozusagen dann die Abflüsse. Die kommen an beide Ränder, links und rechts. Da fließt das Wasser dann rein, wird gefiltert und kommt dann wieder frisch oben raus. Auf die Plattform für die VIP-Gäste und Mitarbeiter des Parks habe ich erstmal zwei Ranger-Teams für die Sicherheit hin platziert. Und dann kamen hier auch einige Fässer. Die Idee dahinter war eigentlich, dass in diesen Fässern halt so Besen oder so Schrubbürsten abgestellt werden, die halt sich die VIP-Gäste auch schnappen können. Und dann kommen die Ankylodokus, weil die es so gerne mögen, auch ein bisschen näher ran und lassen sich wirklich von den Gästen abschrubben. Also die mögen dann wirklich diese Interaktion mit den Besuchern. Konnte ich natürlich leider nicht ganz so umsetzen, weil es halt solche Bürstenobjekte im Spiel nicht gibt. Aber wir denken uns jetzt einfach mal den Teil. Hier kommen jetzt unsere VIP-Gäste. Die würden dann die Ankylodokus abschrubben. Dabei sind natürlich auch Tierpfleger, die dann anleiten und denen das Ganze erklären. Und es gibt sogar eine Mod, die Objekte aus dem Streichelzoo von Jurassic World ins Spiel bringt. Da gab es dieses coole Objekt. Da ist so eine kleine Treppe, auf die man raufsteigen kann. Dann kann man nämlich noch leichter an die Ankylodokus rankommen. Und das Coole ist, bei diesem Objekt sind links und rechts auch solche Futterspender. Richtig mit Dinosaurierfutter. Die kann man halt auch perfekt benutzen, um dann die Ankylodokus, wenn sie dann abgeschrubbt werden, abzulenken oder halt anzulocken. Als nächstes habe ich dann die Wegfläche schon mal so ein bisschen eingezeichnet.
erstmal so ein bisschen den Grundriss. Und das Ganze habe ich dann ausgefüllt. Auf der anderen Seite habe ich dann nochmal so ein kleines Eingangsgebäude gemacht, wie so einen unterirdischen Tunnel. Den habe ich dann natürlich auch mit dem Weg verbunden. Und dieser Tunnel führt zu so einer Baumstammgalerie, damit die Sicht auf das Gehege noch besser ist, habe ich auch noch einige Beobachtungstürme platziert, an diesem langen Weg entlang. Ich musste allerdings irgendwie über dieses Geländer rüber von dem Objekt, das konnte ich ja nicht entfernen. Deswegen habe ich mir hier nochmal so ein kleines Eingangsgebäude geschnappt und das einfach in den Turm platziert. Und dadurch hatten wir dann halt direkt vorne die Eingangstür für den Turm. Damit habe ich mir halt sehr viel Arbeit gespart, sonst hätte ich da irgendwie eine Rampe oder sowas rüberbauen müssen oder mir irgendwas überlegen müssen. Und so war das Ganze relativ schnell und einigermaßen realistisch gelöst. Ich glaube, das, was ich jetzt bauen werde, das hatte ich schon mal in der ersten Folge erwähnt, nämlich eine Hotelanlage für die VIP-Gäste. Die kommt genau hier hin, weil das ist so ein bisschen das Vorzeigegehege der Ankylodokus, weil der halt so friedlich ist und halt Interaktionsmöglichkeiten für die Besucher bietet. Deswegen sind die sehr glücklich, wenn die dann dort in der Nähe auch untergebracht werden. Hier habe ich das Ganze dann mal nicht ausgetrickst mit so einem Eingang vorne, sondern ich habe dann wirklich nochmal so ein Fundament gebaut, was ein wenig erhöht ist. Und dort kam dann das Hotel drauf. Der Plan war eigentlich erst, dass direkt so eine Treppe runter zu dem Hauptweg dort führt. Allerdings habe ich da ein bisschen rumprobiert und das hat mir nicht gefallen. Und ich wollte auch, dass Autos zu diesem Hotel halt direkt hinfahren können, weil halt die VIP-Gäste natürlich nicht laufen wollen. Und ich fand, dann war so eine Rampe auch eine ganz angemessene Lösung. Drumherum habe ich dann noch einmal ein Geländer platziert. Das ist immer sehr friemlich, wenn man da die richtige Rotation und sowas finden muss, damit alles gerade ist. Dauert immer alles ein bisschen länger. Und auf den Innenhof, oder dieses vor dem Hotel, da habe ich dann einen Springbrunnen platziert. Und natürlich auch noch ein paar Sitzmöglichkeiten. Ein paar Stühle mit aufgeklappten Schirmen, ein paar ohne. Und die kamen dann dort noch ein bisschen erhöht, in die Ecke. Und dann kann man dort schön frühstücken und in das Ankylodokus-Gehege nebenbei schauen. Und hier kam dann auch der erste Besucherladen hin. Das ist jetzt noch ein Krabbenrestaurant, was ich hier gerade anpasse, aber ich glaube, das ändere ich gleich noch. Ich weiß gar nicht, was es dann wird. Ich habe da gar nicht drauf geachtet beim Bauen. Okay, es ist Fische geworden. Aber Fische passt ja auch ganz gut zu reichen Investoren. Also ist schon in Ordnung. Und den habe ich hier oben hin platziert. Da können sich dann die Gäste Essen bestellen und werden dann direkt an die Tische beliefert und können dann schön essen, während sie in das Gehege schauen. Außerdem kamen ja auch noch ein paar luxuriösere Fahrzeuge hin, mit denen die VIP-Gäste dann durch den Park chauffiert werden. Dafür habe ich dann auch noch Parkplätze eingezeichnet. Und ein paar der Gäste habe ich dann auch noch platziert, die gerade auf der Hotelanlage sind. Und jetzt springen wir ins Gehege. Den Bereich, den ich jetzt mit Bäumen vollklatsche, das ist tatsächlich der einzige Bereich im Gehege, wo es mir möglich war, Rasen einzuzeichnen und auch Bäume zu platzieren. Also zumindest die mit diesem Pinseltool. Deswegen habe ich versucht, das Gehege so zu gestalten, dass halt an den Bereichen, wo ich Wald einzeichnen kann, auch Wald ist. Und in den Bereichen, wo ich nichts einzeichnen kann, wie zum Beispiel hier, habe ich jetzt eine Futterstelle für die Ankylodokus geplant.
Wasser zum Trinken habe ich dann in den größeren Wald hier gemacht, aber versucht nicht so viel Wald verschwinden zu lassen. Die Bäume, die ich manuell platzieren konnte, konnte ich natürlich überall hin platzieren. Also da gab es nicht irgendwelche Bereiche, wo das nicht ging. Das war ganz praktisch. Dadurch konnte ich den Wald halt noch so ein bisschen vergrößern und die Ränder so ein bisschen ausschmücken. Ich habe auch immer versucht, die Laufwege so ein bisschen sandiger zu machen, weil halt dort das ganze Gestrüpp zertrampelt wird. Und ich habe auch hier ein paar Höhenunterschiede eingezeichnet. Aber nur so ganz minimale. Also ich wollte jetzt nicht irgendwelche großen Klippen oder so machen. Ich finde es ja gerade echt cool, wie der Ankylodokus die ganze Zeit duscht im Hintergrund. Als nächstes kommen wir zu der Baumstammgalerie, denn für den Bereich habe ich mir auch was Besonderes überlegt. Aber erstmal kommen da jetzt noch einige Bäume drumherum. Der Bereich vor der Baumstammgalerie ist nämlich etwas geschützter und das ist der Schlafbereich von den Ankylodokus. Die mögen es nämlich besonders weich. Und hier sind ganz viele Blätter und Büsche und sowas, auf die sie sich drauflegen können. Und das Ganze ist auch geschützt ein bisschen vor den Blicken der Besucher, damit sie auch ungestört schlafen können. Natürlich können die Besucher sie trotzdem beobachten durch diese Baumstammgalerie. Jetzt kommt schon das nächste Highlight für die Gäste. Das ist nämlich die Fütterung von den Ankylodokus. Die findet bei diesen Stationen hier statt. Die müssen allerdings manuell von den Mitarbeitern aufgefüllt werden. Hier wird gerade eine neue Lieferung gebracht. In die Fahrzeuge musste ich tatsächlich kleinere Blumentöpfe reinplatzieren, weil diese großen Büsche waren zu groß für das Fahrzeug. Hätte nicht ausgesehen. Und hier sind sogar gerade VIP-Gäste bei der Live-Fütterung. Die werden natürlich von Tierpflegern und auch Rangern begleitet. Und die Ecke hier links, das ist das Dinosaurierklo. Jetzt musste ich noch das Ganze drumherum so ein bisschen gestalten. Aber das kennt ihr ja schon, das habe ich jetzt hier extrem abgekürzt, also über so ein paar Büsche hin platziert. Bisschen das Terrain angepasst, paar Felsen, nur das Übliche halt und Bäume, wie ihr sehen könnt. Beleuchtung kam später auch noch dazu. Und hier auch noch ein paar LKW-Parkplätze mit so Wassertrucks direkt bei diesem Wasserwerk, was ich gebaut habe. Und jetzt fehlen natürlich auch noch unsere Ankylodokus in dem Gehege. Natürlich wieder mit dem Leuchtpattern. Ich schalte jetzt mal hier durch die verschiedenen Skins. Ich würde da jetzt auch wieder einfach verschiedene Varianten nehmen. Hier zum Beispiel diesen roten. Der kommt dann erstmal unter die Dusche. Hier kann er dann erstmal bleiben. Oh, jetzt habe ich den... Ups. Ist nie was passiert. Na gut, hier liegen noch ein paar Beweisstücke auf dem Boden, aber die sollten nach dem Laden... Obwohl, wir können die auch verschwinden lassen. Ich krieg's nicht hin.
Ah, egal. Ich hätte sie sonst jetzt in den Wald gekickt, aber das klappt irgendwie nicht. Oh, die fliegen echt cool hier rum. Aber ich würde sagen, den nächsten Ankylodokus, jetzt müssen wir erstmal wieder das richtige Pattern auswählen. Das ist dieses hier. Und eine schöne Farbe. Und das Schöne ist, wir können ihm sogar Befehl geben, dass er schlafen geht. Dann legt er sich jetzt sogar hier in den Schlafbereich auf den Boden. Das ist doch toll. Der nächste kriegt dann mal ein weißes Pattern. Der kommt hier vorne an die Futterstation. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir den Jeep hier nicht beschädigen. Oh, der ist ein bisschen weiter weg gespawnt, aber das macht nichts. Ich werde jetzt hier nämlich mal die Fressenanimation auswählen. Ich weiß nicht, ob das cool aussieht. Aber dann sind die leider doch noch zu niedrig, die Station hier. So, jetzt passt es auch von der Höhe. Das Gute ist, die haben sogar hier so eine Leiter. Also ist nicht mehr unrealistisch. Und das hier ist der vierte. Das soll auch jetzt der letzte sein. Also 4 Ankylodokus hat das Gehege dann bekommen. Der trinkt jetzt hier gerade ein bisschen was. Ich würde mich natürlich wieder sehr über tolle Namensvorschläge in den Kommentaren freuen. Und mit etwas Glück könnt ihr euch dann hier in meinem High Security Park verewigen. Das soll es jetzt aber auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Like freuen. Abonniert gerne den Kanal. Aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.